Hallihallo und willkommen zur 43. Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Eintracht Frankfurt. Und ja, wir steigen ein in die erste Partie und ihr habt vielleicht kurz gesehen, wenn ihr auf die Aufstellung geachtet habt, eben gerade am Anfang, ja, dass wir mit einer, weiß ich nicht, BCD-Elf spielen so ungefähr. Denn es ist das letzte Spiel in der Gruppenphase und wir sind, wie ihr seht, schon sicher durch in der nächsten Runde. Und da dachte ich, da kann ich auch mal ein paar meiner sonst nicht so gesetzten Spieler einsetzen. Auch wenn der Gegner AS Rom ist und natürlich nicht ganz so übel ist. Aber ja, weil egal wie die Partie ausgeht und ein bisschen Spielpraxis für unsere Youngsters im Team oder generell Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kommen, ist, denke ich mal, auch etwas Feines. Wir gehen dann auch 1 zu den Rückstand, denn Rom war deutlich über. Überlegen. Man hat gemerkt, diese Spieler hatten noch nie so zusammengespielt, meistens. Und deshalb gab es da schon große Abstimmungsprobleme und man hat auch das Gefühl, dass die alle nicht so gut zusammenpassen. Aber ja, war mir relativ egal, denn wir waren eh weiter und ich wollte einfach mal ein paar Spielern die Chance geben, sich zu zeigen und ich wollte mal ein paar Spieler ausprobieren auf verschiedenen Positionen. Das Ganze ging nicht sonderlich gut. Dann aber ein paar 70. Minute ist es dann mal Kappelhof, der sich auf außen durchsetzt, findet auf der anderen Seite Neil Mopay, der ja am Anfang auf im Sturm spitze gestartet ist, am Ende auf linke Mittelfeld ausgewichen ist und Werner in Sturm. Und dann hatten wir tatsächlich kurz vor Schluss auch noch die Chance auf den Ausgleich. Correa schnappt sich hier den Ball und ist auf und davon in der Scheißposition, aber er klatscht das Ding an die Latte und vergibt damit die letzte Chance dieser Partie. Und wir verlieren leider, ja, hochverdient, 2-1 diese Partie, was ziemlich egal war, denn wir waren trotzdem weiter, 11 Millionen Transferbudget nochmal dazu, womit man im Winter natürlich eventuell noch was kaufen könnte, mal sehen. Und dann ging es auch schon direkt weiter in die nächste Partie, Schlag auf Schlag, diesmal zu Hause, Bundesliga natürlich deutlich wichtiger als, ja, die Partie eben gerade, deswegen stand dann natürlich auch so ziemlich die erste Garde auf dem Feld. Wir sind zurzeit nur Zweiter, in Klammern, hinter dem BVB mit 2 Punkten Abstand. Aber wollten mit einem Sieg wieder Druck auf die Dortmunder machen. Erste Aktion, Markovic Eriksen, und den darf man schon mal aufs Tor bringen, immerhin. Nächste Aktion, sehr schöner Spielzug jetzt, Eriksen mit der Flanke auf Malanda auf Benteke 1-0. Schöner Spielzug und die Führung dann zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Nächste Aktion, dann Çalhanoğlu gegen 1-2-3, dann kommt der vierte dazu und dann gibt es Elfmeter, weil Sakai Çalhanoğlu umrennt. Und ja, Eriksen tritt dann zu dieser Situation an und das ist ein klasse Elfmeter, direkt unter die Latte, keine Chance für den Keeper, das 2-0 und etwas wie die Vorentscheidung. Dann aber eine sehr knifflige Situation, Traoré gegen Wiedwald, der räumt den komplett ab und da hatte ich in meinen Augen relativ Glück, dass es hier keinen Elfmeter gab. Dann der nächste Geistesblitz von Eriksen, wunderbarer Direktabnahmenpass auf Sebastian Jung, der bringt den Ball in die Mitte und wieder Eriksen ein Tor eingeleitet von Benteke. Ich habe ja gesagt, Eriksen kommt jetzt langsam mal sicher richtig in Fahrt. Nächste Situation und diesmal gab es dann den Elfmeter. Ich denke mal, da hat der Schiedsrichter in Relation gesehen, dass das erste schon hätte Elfmeter geben können. Der geht rein, hätte Wiedwald eventuell haben müssen, aber war auch relativ egal. Wir gewinnen am Ende 3-1, zweimal Benteke, einmal Eriksen. An allen drei Toren war Eriksen direkt oder indirekt beteiligt und deshalb auf jeden Fall Man of the Match. Dann geht's in die letzte Partie. Wie gesagt, Schlag auf Schlag, gab es heute nicht so viel zu berichten zwischendurch, da ja noch kein Transfermodus ist, Transferfenster, besser gesagt. Und ja, letzte Partie gegen unsere alte Liebe aus Hertha von Hertha BSC Berlin. Wer sich erinnert, unsere erste, auf jeden Fall eine Karriere, die wir am Anfang hatten in FIFA 14. Und ja, es ging wieder los. Eriksen vergibt die erste Chance, wieder per Volley. Das ist noch nicht ganz so seins. Dann aber Malanda auf Alberto Moreno. Und das ist ein Traumtor aus unseres Linksverteidigers, der ja nicht dafür bekannt ist. Ja, der beste Weitschussschütze oder zumindest der beste Abschlussspieler in unserem Team zu sein. Aber das ist ein absolutes Traumtor mit dem linken Außenriss in die lange Ecke. Außenriss voll Spann und der passt. Kraft kommt nicht mehr dran und ein wunderschönes Tor zum 1-0. Und damit natürlich wieder alle Chancen auf unserer Seite, das Ding hier sicher nach Hause zu schaukeln. Wie diesmal Benteke auf Eriksen und der Mann der Stunde, wenn man so will.
ist zurzeit eindeutig Christian Eriksen, der immer besser sich zurechtfindet auf dieser 10er Position. Kann man nicht anders sagen. Der zweite Mann der Stunde ist, würde ich sagen, Malanda, der hier wieder ein Tor auflegt. Das dritte oder vierte die Episode, ich glaube das dritte. Und ja, schöner Abschluss von Çalhanoğlu. Da sieht Kraft nicht ganz so gut aus, aber das war mir relativ egal. Tor ist Tor, dann darf sich Wiedwald nochmal auszeichnen hier nach diesem Kopfball. Und dann geht's auch schon in die Schlussphase, wo der eingewechselte Carmona nochmal zu einem wunderschönen Dribbling ansetzt und am Ende leider Gottes knapp verzieht. Das hätte auch nochmal ein sehr schönes Tor werden können. Aber am Ende egal, wir gewinnen 3-0, haben damit 6 Punkte geholt in der Liga mal wieder aus 2 Spielen und machen weiter Druck auf den BVB, aber der scheint auch nicht wirklich federn lassen zu wollen, wie wir gleich sehen. Und ja, ansonsten sind wir fast am Ende der Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Ihr werdet gleich noch sehen, wer unser Gegner im Champions League Achtelfinale ist, und zwar Spartak Moskau. Auf jeden Fall ein machbarer Gegner, würde ich mal behaupten. Und ja, dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss.